Ja, Herr Bayer, das Thema Altersarmut ist ja jetzt immer dringlicher. Jeder weiß, dass also demografisch gesehen immer mehr Rentner, immer weniger Verdienenden gegenüberstehen. Kann mit der pauschal dotierten Unterstützungskasse eventuell dieser Entwicklung wirklich wirksam entgegengewirkt werden? Ja, Altersarmut ist nämlich ein Riesenthema. Es muss was gemacht werden, es muss endlich privat oder natürlich auch mit dem größeren Hebel betrieblich was gemacht werden. Das sind natürlich gerade solche effizienten Systeme für die Mitarbeiter interessant wie die pauschal dotierte Unterstützungskasse. Und für mich ist es eigentlich ganz eindeutig, der Staat, der fördert das Ganze, er fördert das durch steuerliche Begünstigungen und so weiter, aber die Förderung, die kommt nicht da an, wo sie hingehört, die kommt nicht also bei der Versicherungslösung, die kommt nicht beim Arbeitnehmer an, weil er kaum sein eingezahltes Kapital zurückkriegt, also absolut schlechte Renditen. Die kommt auch nicht beim Arbeitgeber an, weil der Arbeitgeber im Endeffekt nichts davon hat. Und bei der pauschal dotierten Unterstützungskasse für mich der Weg, wo die Förderung auch da ankommt, wo sie hingehört, nämlich beim Arbeitnehmer und beim Arbeitgeber. Beide haben was, das Win-Win-Konzept wird ausgelebt und es gibt eigentlich nur einen Verlierer dabei. Das ist die Versicherungsgesellschaft, weil die nimmt an dem Spiel schlichtweg nicht mehr teil. Der Unternehmer und der Arbeitnehmer organisieren es selbst und streichen auch die Gewinne, die dabei möglich sind, und die Vorteile selbst ein.